Überall dort, wo Wendigkeit, Präzision und Schnelligkeit aufeinandertreffen, ist höchste Aufmerksamkeit gefragt. Besonders, wenn es um schwere Lasten geht. So auch im Stahlwerk Risse und Wilke in Iserlohn, wo Metalle auf eine Dicke von 0,2 bis 6 mm gewalzt werden. Für die Anlieferung und den Abtransport der Metallcoils kommen spezielle Keulstapler zum Einsatz. Der Stapler bewegt sich halt im ganzen Werk hier und versorgt das ganze Werk mit Material, liefert Material an, holt Material wieder ab. Die einzelne Last bewegt sich irgendwo zwischen 6 und 18 Tonnen maximal. Da reden wir in 24 Stunden von ca. 3000 Tonnen. Der Staplerfahrer hat einmal seine Hilfsmittel auf dem Stapler, muss aber trotzdem jederzeit voll wachsam sein, muss immer Rundumsicht haben. Er muss natürlich einmal seine Last beobachten, was er macht, was er gerade fährt, wohin er fährt. Muss aber gleichzeitig halt auch gucken, was passiert um ihn herum. Zum Beispiel jetzt hier Kollegen, die hier rumlaufen, Fremdhandwerker laufen hier rum. Er darf halt nicht davon ausgehen, dass der Kollege, der hier rumläuft, ihn sieht. Sondern er muss sicher sein, dass er ihn gesehen hat und auch stehen bleibt und nicht fährt. Ansonsten kann es ganz schnell zu kritischen Situationen kommen, die man natürlich gerne vermeiden will. Neben möglichen Sach- und Personenschäden werden auch die Arbeitsabläufe beeinträchtigt. Wenn hier in irgendeiner Form mit dem Stapler oder mit dem Kran oder was auch immer was passieren würde, würde dieser Bereich komplett stillgelegt. Das 3D-Kollisionswarnsystem von IFM hilft dabei, solche Situationen zu vermeiden. Das System überwacht permanent den rückwärtigen Fahrweg des Staplers und gibt dem Fahrer ein visuelles und akustisches Feedback. Sämtliche Hindernisse werden zuverlässig erkannt. Insbesondere Personen, die reflektierende Kleidung tragen, können früher vom 3D-System registriert und der Fahrer gewarnt werden. So bleibt genug Zeit, um den Stapler rechtzeitig abzubremsen. Die Inbetriebnahme des Systems ist denkbar einfach. Neben dem Sensor, der Beleuchtungseinheit, der Steuerung und dem Display sind im Application Package alle benötigten Komponenten für die unkomplizierte Montage und Verkabelung enthalten. Anhand nur weniger Parameter kalibriert sich der O3M selbstständig und ist innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit. Damit der Fahrer nur dann gewarnt wird, wenn es wirklich notwendig ist, lassen sich verschiedene Zonen definieren. So kann der O3M je nach Situation optimal genutzt werden und trägt dazu bei, dass Unfälle zuverlässig vermieden werden. Gleichzeitig sind Fehlauslösungen nahezu ausgeschlossen. Das System ist natürlich sehr gut zur Risikominimierung, das heißt, ich kann es an Startplan einsetzen, um zu verhindern, dass Mitarbeiter in den Gefahrbereich treten und eben überhaupt gar nicht erst zu einer Gefahrensituation oder einer Risikosituation kommt.